Deine Schreckensherrschaft muss enden. Du weißt so gut wie ich, dass ich unsterblich bin. Möge das Schicksal den Sturm ewig bändigen. Zurück zu Burg Wolfenstein. Sofort! Informieren Sie Herrn Höller. Wir haben ihn gefunden. Herein! Und, Jack, haben wir was gehört? Ja, Sir. Wir haben gerade eine kodierte Übertragung von Kessler erhalten, unserem Kontakt im Kreisauer Kreis. Und? Beide Agenten wurden gefangen genommen und werden jetzt auf Burg Wolfenstein festgehalten. Verdammt! Setzen Sie ein Treffen an, Jack! Ja, Sir. Gut, meine Herren, gehen wir das Ganze nochmal der Reihe nach durch. Was wissen wir? Hier ist unser Kenntnisstand. Das ist Burg Wolfenstein im Harzgebirge im Norden Deutschlands. Eigentum von Heinrich Höller. Wir wissen schon etwas länger von der Existenz der Burg. Doch erst kürzlich erfuhren wir von unseren Kontakten im Kreisauer Kreis im deutschen Widerstand, dass bizarre, okkulte Rituale hier abgehalten werden. Diese Typen sind Teil von Höllers erst kürzlich formierter paranormaler Division, einer kleinen, doch sehr elitären Gruppe, deren Mitglieder einen extrem hohen IQ und Beziehungen zum Okkulten und Paranormalen haben. An der Spitze steht diese Frau hier. Helga von Braun. Unser Kreisauer Kontakt in einem der Dörfer am Fuße des Schlosses hat uns informiert, dass sie seit kurzem mit einigen anderen Mitgliedern der Division auf der Burg verweilt. Der Kraut mit dem Monokel ist Wilhelm Strese, auch bekannt als der Schädel. Ein brillanter, aber ebenso skrupelloser Wissenschaftler, der Höllers Division für Spezialprojekte leitet. Spezialprojekte? Das ist herrlich unpräzise. Wir wissen, dass alle Formen der modernen Waffenforschung inklusive Raketentechnik dazu zählen. Man munkelt, es würde dort auch um höchst geheime chemische und biologische Waffen gehen. Entzückend. Es ist uns jedoch noch immer ein Rätsel, was es mit den archäologischen Ausgrabungen nahe der Burg Wolfenstein auf sich hat. Also, moderne Waffen, Raketentechnik, chemische und biologische Waffen und jetzt noch das Okkulte. Das passt doch nicht. Und genau deshalb haben wir unsere Jungs hingeschickt. Jack, was können wir noch tun? Wir könnten noch einen Verstärkungstrupp hinterher schicken. Oder? Oder wir warten und hoffen, dass sie es allein schaffen. Ihre Entscheidung, Sir. Dann stellen wir uns mal aufs Warten ein.
Kommen Sie rein, Soldat. Ihre Befehle, Herr Doktor? Holen Sie den anderen. Der hier ist fast fertig. Jawohl! Versuchen wir es nochmal. Ja, für wen arbeiten Sie? Ah, da sind Sie ja. Ketten Sie den da an die Wand und schnipp...